Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Pfeifenfreunde und Tabakgenießer. Ja, ich hatte ja schon so mehr oder minder angekündigt, einen kleinen Sunday Smoke zu machen. Im Moment haben wir 7:42 Uhr und ja, trotz der Zeitumstellung müsste ich eigentlich wieder zurück ins Bett. Bin noch total müde. Gestern langen Dienst gehabt. Heute muss ich dann auch wieder zur Arbeit. Macht schon ein bisschen Kirre, aber naja, gut. So ist das nun mal. Nichtsdestotrotz habe ich Lust, ein Video zu drehen und ja, ich weiß, dass ich heute Abend dann wieder ziemlich platt sein werde und nicht mehr wirklich dazu komme, geschweige denn noch Zeit habe, beziehungsweise Muße, den ganzen Kram hochzuladen. Auch wenn ich eigentlich das nur ansteuern muss, aber naja, wie das halt so ist, mache ich heute Morgen mal ein kleines Video, auch mit Pfeife. Oder Frühstück vorher, aber mit dem Kentucky Bird, den ich jetzt schon eine Weile nicht mehr geraucht habe, ist das ja kein Problem. Ist ja einer der sanftesten Tabake, die es gibt. Schmeckt mir auf jeden Fall auch am frühen Morgen. Ja, was möchte ich erzählen? So ein paar Kleinigkeiten eigentlich, die sich in den letzten Tagen bzw. Wochen so zusammengetragen haben. Für euch nichts Spektakuläres, aber für mich so ein paar kleine Highlights. Und ja, anfangen möchte ich eigentlich, weißt du, gleich mit dieser Pfeife. Ein Pfeifchen, was neu zu mir gefunden hat. Eines von vielen Pfeifchen. Eine Golden Pipe. Ich müsste jetzt lügen, welche Hauptfirma da dahinter steckt. Tobi hat es mir erzählt gehabt, der hat ein bisschen mehr Ahnung, weil das ist eigentlich eine von seinen Pfeifen. Es geht uns oder vielen von uns ja wahrscheinlich so, abgesehen vielleicht von den Hardcore-Sammlern wie den Ralf, dass ja einige liebgewonnene Pfeifen dann doch nicht mehr so häufig beraucht werden. Und ja, hier sie dann irgendwie rumstehen. Gut, schlechter werden sie nicht, aber ja, unbenutzt macht es ja auch keinen Sinn. Wozu habe ich eine Pfeife, wenn ich sie mir nur angucke, mal abgesehen vielleicht von den 500 € plus Geräten, wobei die auch nicht zu rauchen mehr genauso bescheuert. Auf jeden Fall hat er mir eine ganze Masse an Pfeifen zugeschickt und meinte, ja, guck mal, ob du davon was brauchen kannst. Und klar, gucke ich, warum auch nicht. Und das Kranke an der Geschichte ist, ja, nimm dir raus, was du möchtest, den Rest guck, ob du jemanden kennst, der auch Freude dran haben könnte. Klar, kenne ich, mache ich auch. Aber ich will nichts für haben und das fand ich schon ziemlich strange. Und Tobi, du siehst ja das Video auch, du weißt, was ich meine. Nichtsdestotrotz hast du mich mit drei der Pfeifen sehr, sehr glücklich gemacht. Geraucht habe ich noch nicht alle, aber komme ich gleich dazu. Also eine, wie gesagt, ist diese wunderschöne Poker. Ich finde ja, seitdem ich das eine Video von Helmut gesehen habe, Poker mit eins der coolsten Shapes überhaupt, weil du hast halt ordentlich Holz in der Hand. Gut, der kleine Finger hat immer ein bisschen Leerlauf, aber wobei so riesige Hände habe ich nicht. Aber ich mag das Shape. Es ist ein robustes Stück Pfeife. Das ist eine Pfeife, die ich mit nach draußen nehmen kann, wie man unschwer vermuten kann. 9 mm gefiltert, einfach ein schönes Ding. Und es macht Spaß rauszurauchen. Und man kann so ziemlich alles rausrauchen. Ich meine, die Tiefe ist in etwa, ja, so 3, 4 Zentimeterchen. Aber die Breite ist halt auch vernünftig gebohrt. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Ich halte immer ganz gerne mal den Stopfer daneben. Da kann man sich das in etwa vorstellen, weil in Tschechien hat ja eigentlich jeder im Haus, jeder Pfeifenraucher, jeder, der das Video sieht, oder nahezu, gehen wir mal davon aus, da passt ordentlich was rein. Macht auf jeden Fall Spaß, die Pfeife ist für Aromaten auch geeignet, wie zum Beispiel den Kentucky Bird, kann sich da schön entfalten. Trotzdem legen wir sie mal beiseite. Ich liebe das. Einfach hinstellen. Na gut, meine Hand ist jetzt nicht eben. Einfach genial. Poker ist was Schönes. Eine weitere Pfeife, die durch durch Tobi sein Paket zu mir gefunden hat, ist eine Aldo Morelli. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Aldo Morelli. Ich habe schon zwei. Das Einzige, was ich bei was ich bei Aldo Morelli nicht sonderlich mag, ist die Einrauchpaste. Eine meiner Pfeifen, ich hatte sie mal vorgestellt. Moment. Sekunde, ich habe ja alles hier. Das Video ist auch relativ spontan, also ich habe hier nichts geplant. Ich habe mir nur überlegt, was ich in etwa erzähle.
Das ist ja eine meiner Aldo Morellis und hier war die Einraucherpaste wirklich das allerallerletzte vom Geschmack her. Also voll wirklich widerlich bitter. Es hat selbst durch Latakia durchgeschmeckt und es hat etliche Schleifarbeit gekostet, wenn man das nicht maschinell macht. Und immer wieder neue Einrauchversuche, bis dieser widerliche Geschmack raus war. Und jetzt ist es eine Pfeife, die ich ab und an, selten zwar, man sieht es, sie glänzt noch wunderschön, aber doch ab und an ganz gerne rauche. Auch wenn es eine Ladylike-Pfeife ist, ist mir persönlich scheißegal, aber ich mag einfach die Farben, ich mag das Shape, ist wunderschön und ja, ich bin halt immer noch der Fan von filigranen Pfeifen. Boah, so eine Poker darf es auch mal sein, aber wenn ich mal jetzt daneben halte, ich meine, so viel größer ist die jetzt auch nicht. Also, bisschen schon vom Kopf, na klar, aber würde ich fast noch in grenzwertig filigranen Bereich mit reinpacken, aber na gut. Gut, wie gesagt, eine weitere alte Morelli. Dieses schöne Stück. Im Prinzip unaufgeregt, aber ich finde wunderbar klassisches Shape. Also, ich mag ja die klassischen Shapes, bin jetzt nicht so ein Fan von Wallenstein und so. Die Pfeife selbst, 9 mm gefiltert. Deswegen bin ich kein Schlagzeuger geworden. Synchronität ist ein bisschen schwierig. ja, wie gesagt, schönes Pfeifchen. Kann man überhaupt nichts mit falsch machen. Eine schöne Fullband, schöner Hänger, ist nicht sonderlich schwer und wird sich bestimmt auch ziemlich gut rauchen. Die habe ich aktuell noch nicht beraucht, aber wird in den nächsten Tagen, denke ich, auf jeden Fall erfolgen. Liegt hier auf jeden Fall vor mir, das heißt, wird eine der Pfeifen sein, die ich als nächstes berauche. Das ist ja, wie gesagt, sowieso dieses witzige Ding, was ich vorhin schon angesprochen habe. Momentan brauche ich eigentlich überwiegend meine zwei 315 KS, also meine Savinellis. Das sind die Pfeifen, zu denen ich eigentlich immer als allererstes greife, außer ich möchte wirklich mal einen Aromaten verrauchen. Aber ansonsten sind das eigentlich die, die man immer wieder benutzt. Ein paar andere, naja, wenn ich die einmal im Quartal brauche, ist das schon ziemlich viel, aber es sind halt auch schöne Stücke dabei, die ich nicht weggeben möchte. Naja, aber ihr wisst, was ich meine, so zumindest die meisten vermute ich mal. Eine weitere Pfeife, die zu mir gefunden hat, die vom Style her echt total genial ist, vom Rauchen. Kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Ich finde sie wirklich gut. Und das sage ich jetzt nicht, weil das eine Handmade ist. Zumal ich das am Anfang auch nicht wusste. Witzige Geschichte, ich hatte nur gesehen, ich zeige euch am besten mal das Pfeilchen. Ich hatte sie gesehen, war halt mit in der Sammlung drin. Und hier ist so eine Stempelung drauf und es sieht für mich aus oder sah für mich aus, ja, als hätte da halt jemand mit, ich sag mal ganz salopp, mit einer Nadel, mit einem Zirkel halt sein Signum reingekratzt, aber das ist tatsächlich eine Stempelung. Keine Ahnung. Und ich dachte, naja, wird auch so ein bisschen No-Name sein, aber raucht sich echt genial, bis ich dann geschnallt habe. Und hier bitte nicht böse sein, zumal die Betroffenen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Sekunde, ich werde mal den Fokus reinhauen. Mal ein bisschen näher ran. Also man erkennt zwar, da ist was, aber ich glaube nicht, dass man erkennt, was es ist. Das ist das Signum von Volker Wier. Seine Stempelung. Aber wie gesagt, am Anfang dachte ich wirklich, das ist nur so wie reingekratzt, weil ich wusste nicht, wie sein Stempel aussieht, muss ich ehrlich sagen. Da das seitenverkehrt ist, habe ich da ehrlich gesagt kein V und kein B gelesen. Aber egal. Es ist eine ungefilterte Pfeife. Wunderbares kleines Steckermundstück. Beziehungsweise sind das die Stecker? Na, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Wie gesagt, ungefiltert, aber ein echt fettes Rauchvolumen. Also ich rauche ab und an ja ungefiltert, auch mal ganz gerne, wie zum Beispiel Acropolis, den kann man super ungefiltert rauchen. Aber das Ding hat ein echt ordentliches Füllvolumen. Wie gesagt, durch die Breite, ich halte hier nochmal gerade meinen Stopfer daneben. Der verschwindet hier locker drin, aber das ist eine Pfeife, die ist genial, trotz ihrer extremen, für mich persönlich, extremen Größe. Und was ich halt sehr, sehr witzig finde, ist eine eigene Form von Schönheit in meinen Augen, ist halt dieser wirklich super schlanke Holm, zierlich, aber dieses fette Stück an Kopf quasi dran. Gut, die Wandung ist jetzt nicht super dick, die ist völlig ausreichend, das auf jeden Fall, aber da passt richtig was rein und ich denke, das könnte eine Pfeife werden, wenn ich einen Aromaten gefunden habe. Ja, für einen Aromaten, der nicht so extrem soß, also einen vernünftigen Aromaten, sage ich mal, der auch, sage ich mal, ohne, ja, ohne Filter schmecken kann, der halt wirklich das Potenzial hat, mir nicht die Zunge zuzupappen, zuzusoßen, dass dann alles nur noch widerlich säuerlich schmeckt, beziehungsweise generell auch den Tabakgeschmack
rausnimmt, dann ist das, glaube ich, die richtige Pfeife. Vielleicht ist es die richtige Pfeife für den Tabak. Ich habe ihn ja schon mal neulich in die Kamera gehalten, der ist immer noch original zu. Wird aber bestimmt bald geöffnet. Es wird ja langsam kälter. Wir sollen nächste Woche wohl auch Frost kriegen. Aber das wird auf jeden Fall, denke ich, die richtige Pfeife dafür sein. Ja, das waren im Prinzip die drei, die ich mir rausgesucht habe. Es sind noch ein paar mehr da. Ich kann sie zumindest mal ganz kurz zeigen, aber die werden weiter wandern. Es sind schöne Stücke dabei, aber zum einen bin ich nicht der Typ, der da gierig sein möchte. Zum anderen bin ich auch nicht der Typ, der alles aufheben muss, weil dann, wenn ich es nicht benutze, ist halt auch ein bisschen blöd. Was ich hier noch habe von Tobi, ist eine wirklich an sich sehr schöne Oldenkott. Muss ich dazu sagen, die Pfeifen sind, glaube ich, alle schon braucht, also Estates oder? Ne, ich glaube, die hier. Ich müsste jetzt lügen, zumindest ist sie so sauber, dass man sich bei manchen nicht sicher sein kann. Also bei dieser auf jeden Fall, die hatte oder hat noch einen Meerschaumeinsatz, ist eine berauchte, lässt sich aber, denke ich, recht einfach nochmal aufarbeiten, weil die sieht eigentlich noch sehr, sehr gut aus, muss man sagen, aber ist halt nicht so ganz so mein Shape. Eine weitere ist, jetzt muss ich gucken, was haben wir hier? Eine Petersen Caproof X05. Dieses wunderschöne Stück. Leider ist das mit dem Mundstück, das ist sehr, sehr locker. Es hat auch einen Lippenbiss, was ich schön finde. Ich wollte schon immer eine mal mit Lippenbiss haben. Wobei ich bin, muss ich zugeben, an dieser noch am Überlegen, ob ich sie vielleicht behalte. Ich meine, hier lässt sich sicherlich was machen. Da kann man ja, denke ich, hier noch mal eine Verjüngung irgendwie einbringen oder so. Muss ich mir überlegen, ob ich sie behalte. Aber wenn ich sie weitergebe, dann auf jeden Fall in Hände, die sich auskennen und die das Problem ohne weiteres fixen können. Dann haben wir hier noch eine, ja, No Name. Schade, Tobi konnte mir sagen, was es ist, aber ich weiß es im Moment nicht. Auch klassisches Shape. Eigentlich ein schönes Pfeifchen. Auch, ja, hier sieht man es schön, Ophi. Aber wie gesagt, so viele Ophis brauche ich nicht, weil ab und an rauche ich gerne mal Ophi, aber nicht ständig. Und dann wird es halt wie die besagten Pfeifen dann ewig hier so rumliegen. Das wäre irgendwie ein bisschen schade. Dann haben wir hier noch eine Oldenkott Tower. Auch wunderschön klassisches Shape, 9 mm gefiltert. Richtig schön aufgearbeitet. Glänzt richtig wunderbar. Wurde auf jeden Fall, wurde ich schon mal geraucht? Ich sage hier fröhlich aufgearbeitet. Also entweder wurde die sehr gut aufgearbeitet oder noch nicht geraucht oder vielleicht nur zwei, drei Mal, mehr nicht. Auf jeden Fall echt eine schöne Pfeife, aber ich sag mal, von dem Stil habe ich Ähnliches da und wäre halt schade, wenn es dann rumliegt. Ist gemein, ich zeige euch die ganzen Pfeifen und morgen gehen die schon wieder weiter. Beziehungsweise vielleicht sogar heute noch. Und dann habe ich noch eine Brato mit einem bernsteinfarbenen Mundstück. Auch 9 mm, brauche ich eigentlich nicht aufmachen. Von der Beizung eher was Bräunliches, Rötliches. Na, so ein Rotbraun ist es. Man sieht es wahrscheinlich in der Kamera sogar besser als bei dem frühmorgendlichen Lampenlicht, was ich hier habe. Aber draußen ist es noch relativ düster. Ja, das sind im Prinzip die Pfeifen, die zu mir gefunden haben. Also wirklich insgesamt schöne Stücke. Nicht alles unbedingt mein Stil, aber muss nichts heißen. Wie gesagt, drei bleiben definitiv bei mir. Bei einer überlege ich noch und oh, beim Rest schauen wir. Was ist das nächste? Genau, wir hatten ja jetzt so eine Art Satirewoche. Einer von euch hat das irgendwie so witzigerweise in seinem Video beschrieben. Ich hatte mit dem Alex und mit dem Tobi nicht nur ein Gespräch, also mit Eagle Pipe und Matt Murphy. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass jeder wirklich geschnallt hat. Ich hatte noch mit Alex geschaut, muss ich dazu sagen, ob er ein Auflösungsvideo macht. Aber Alex hat ja, zumindest möchte ich so viel sagen, weil ein bisschen wurmt mich das, hat ja ein Video eingestellt zu einem Tabak von einem ganz besonderen Blender. Den Blender kenne ich persönlich, ist ein dufter Typ. Aber Leute, ich meine, es ist schön, dass ihr Alex gratuliert hat, habt zu seinem tollen eigenen geblendeten Tabak, aber schaut euch das Video bitte nochmal richtig an. Und ich meine, okay, es ist nicht jeder ein Aromaten-Fan und hat dann nicht so die Ahnung, aber Guano als Casing. Ich meine, da müssen wir irgendwie die Alarmglocken irgendwie aufschrecken, aber naja, gut. Es gibt ja auch Leute wie mich, die gerne Latakia rauchen, andere sagen, der schmeckt auch wie Scheiße. So what? Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist ein Päckchen, was gestern gekommen ist. Ah, die Adressen alles zuhalten. Von einem ganz lieben YouTuber, der mir Proben geschickt hat. Ich weiß es nicht, ob ich sagen darf, wer es war. Deswegen sage ich jetzt erstmal nichts.
Wenn er allerdings gerne erwähnt werden möchte, kann ich das natürlich noch mal in einem anderen Sunday Smoke Video machen. Auf jeden Fall kommt dieses wunderschöne Päckchen aus Kiel und ja, es ist noch original zu. Also ich habe es jetzt auch nicht neu verklebt oder irgendwie sowas. Ich habe gestern überlegt, Video zu müde, bla, mach's morgen. Mache ich jetzt auch. Und ohne das jetzt ewig in die Länge zu ziehen, kommt hier ein kleines Box-Opening dran. Wie gesagt, das Päckchen kommt aus Kiel, wo man sich vielleicht auch denken kann, also da sind Proben drin, vielleicht so eine Vermutung haben kann, was für Proben da drin sein könnten. Weil der besagte, echt nette YouTuber halt auch in Kiel wohnt und an bestimmte Tabake logischerweise leichter rankommt. So. Wir haben ja schon geschrieben, was in etwa drin ist. Beziehungsweise eigentlich alles, glaube ich, was drin ist. Ich müsste jetzt lügen. Aber macht noch mehr Spaß, das mit euch zu öffnen. Auf jeden Fall sehr geil verpackt. Immer wieder gut. Luftkammern. Folien. Okay, das sind keine Proben mehr, das sind ganze Tabakpakete. Alter, du hast echt einen Knall, aber im positiven Sinne. Zum Glück habe ich schon vorneweg gesagt, beziehungsweise dir geschrieben, dass ich mich am Dienstag dann, wenn alles klappt, spätestens Mittwoch dann revanchieren werde, dir ein paar Sachen auch zuschicke, weil dann habe ich, ab Dienstag habe ich Urlaub. Da habe ich dann endlich Geburtstag und kann dann mal einen ruhigen machen, um so ein bisschen was zurückschicken. Aber das hier ist pervers, also das sind keine Proben mehr. Also wenn ihr euch das mal anguckt, das ist richtig viel Tabak. Ich müsste mal wiegen, wie viel, aber das ist der Hammer. Auf jeden Fall haben wir hier den Modsec. Micha's Cake. Also im Prinzip alles die geilen Neuheiten. Also ich bin unheimlich gespannt darauf. Ich muss erstmal. Oh, Alter. Der hat ja einen Geruch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ein kleines bisschen erinnert er mich an den Plum Cake von McBaren. Nicht durch das McBaren-Aroma, aber. Der hat so ein bisschen was säuerlich-flaumiges, ganz leicht. Riecht auf jeden Fall richtig geil. Also hier bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Auf die anderen Tabake auch, auf jeden Fall. Aber das Zeug ist ja mal der Hammer. Also vom Geruch, wow. Ich habe ja die Reviews schon gesehen im Yogi-Waren-Blog. Aber das ist ja mal. Und Crumble Cake finde ich ja sowieso genial. Finde ich gut, dass wir das jetzt auch so nach und nach machen. Beziehungsweise hier in Deutschland öfters mal bekommen, weil ich sag mal, der Briar Fox war mein erster Crumble Cake. Und das ist ja ein Tabak, das ist richtig geil von der Verarbeitung. Hast einen schönen soliden Block, bleibt lange halt feucht. Und das Schöne ist, in der Verarbeitung musst du halt kein Messer mitnehmen oder so. Du kannst dir das halt alles so ein bisschen abbröseln und hast halt super konditionierten Tabak und der halt auch richtig lecker schmeckt. Aber das hier ist ja auch mal, also garantiert ein richtig geiles Leckerchen. Allein das Tabakbild, das sieht richtig schön aus. Richtig cool. Also allein mit dem hast du mir schon eine große Freude gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass der schon so gut duftet, aber nicht schlecht. Was haben wir noch? Ja. Motzek Ralfs Dolly Cup. Kann man es lesen? Ich denke, man kann es lesen. Da habe ich sowieso noch mal so ein kleines Anliegen. Das schiebe ich jetzt mal zwischen rein. Das hatte ich auch in der Ralf sein letztes Video geschrieben, wo er den, oh Gott, wie hieß das? Also ich sag mal den Tabakstaub, die Reste. Ich habe jetzt den Begriff dafür nicht mehr. Wo er da nochmal vorgestellt hat, dass man, ich wusste auch nicht, dass man das für irgendwelche Insektenvernichtungsgeschichten benutzen kann, finde ich allerdings witzig. Ich glaube, das wäre nochmal ein Thema, was auf die Dose bringen könnten, anstelle von Rauchen kann tödlich sein, ja, ist ein Insektenvernichtungsmittel, da lernt man wenigstens noch was Vernünftiges mit bei. Aber ich vermisse so ein bisschen, und ich glaube, das geht nicht nur mir so, beziehungsweise ich weiß, das geht nicht nur mir so, so ein bisschen seine alten Videos. Ich meine, klar, die Location hat sich geändert, weil sich familiär etliches umgestellt hat, aber nicht falsch verstehen. Ich finde es wahnsinnig aufwendig und klasse, dass er diese riesigen Videos macht und die meisten davon, nicht alle, weil nicht alle sind jetzt so unbedingt mein Interessengebiet, aber die meisten davon schaue ich auch und schaue ich auch im Rutsch durch, weil es wirklich interessant ist. Aber ich vermisse so ein bisschen die kürzeren Videos, nicht weil es mir zu lang ist, sondern diese einfachen, simplen Tabakvorstellungen, die er früher so viel gemacht hat, wo er einfach einen Tabak nimmt, erzählt und hier, guckt euch an und bla bla und ganz lecker oder halt auch mal, nee, lass mal bleiben, so wie das eine Stummvideo, was er vor Jahren mal gemacht hat. Dieses Gemütliche, das ich bei ihm gefühlt, sage ich mal, ich gucke es mir an und habe das Gefühl, ich sitze bei ihm mit auf der Couch oder auf dem Sessel oder was weiß ich und bin der stille Zuhörer, der einfach mal so die Meinung von einem Tabak hört. Und dieses Feeling vermisse ich so ein bisschen.
Ein bisschen ist gut. Ich vermisse es ziemlich dolle. Allerdings, das letzte Video, wo es um die Tabakreste ging, hatte so wieder ein bisschen dieses Gefühl aufgeworfen, weswegen ich dann wieder auf das Thema kam und ich das im Moment auch hier gerade mal so anbringe. Also es ist keine negative Kritik, im Gegenteil. Wie gesagt, ich finde es Wahnsinn, was du da machst mit den großen Videos, aber ich persönlich vermisse so diese kleinen, nennen wir es Zwischenbesprechungen, die aber trotzdem sehr aufwendig waren. Also, weiß nicht. Wollte ich unbedingt mal loswerden und ich denke, im Rahmen von einem Sunday Smoke ohne Smoke, weil meine Pfeife hier durch das Gesappel natürlich schon lange wieder ausgegangen ist, auf jeden Fall denke ich, werde das mal angebracht zu haben. So, aber jetzt gucken wir uns mal deinen Tabak an. Riecht auf jeden Fall reuig. Hat auf jeden Fall was sehr, sehr Nussiges. Das ist das Interessante beim Burley. Ich habe selbst noch nicht wirklich hochprozentig Burley geraucht, also im Sinne von mit hohem Anteil oder rein Burley, aber hier rieche ich sowas von Nüsse raus, beziehungsweise was Kakaoiges. Ich meine, das ist immer wieder bei den Tabakken beschrieben und ich hatte das auch schon mal in den Tabakken, aber durch den hohen prozentualen Anteil, Entschuldigung, ich muss Skype erstmal ausmachen. Ja, ist mal so die Geschichte, wenn man das alles spontan macht. Ist schon sehr interessant. Also das ist, denke ich, ein Tabak, der auch richtig gut zur Winterzeit passt. Zumindest für mich. Also ich muss nicht immer Aromaten haben. Klar, ich habe Aromaten dafür, ne? Aber wenn man draußen ist und es schneit und man hat einen schönen, nussig-schokoladigen Tabak auf natürliche Art und Weise. Ich bin gespannt. Ich ziehe mir rein. Ich will nur noch nicht loben, weil ich noch nicht kenne. Vielleicht schmeckt er mir auch gar nicht. Aber der Geruch ist sehr, sehr lecker. Oh, hier haben wir auch was Schönes. Mozzeg Perique Summer. 16,8. Was ist 16,8? 16 zu 8? Oder heißt das, dass er 2016 im August abgefüllt wurde? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Muss ich nochmal auf der Seite gucken. Also, hier ist der Tabak. Durch das Blenden sieht man natürlich jetzt nicht so sonderlich viel. Aber ihr dürft euch ein bisschen mitfreuen. Das ist ja mal ein ganz eigener Geruch. Das Tabaksbild ist auch ehrlich gesagt sehr interessant. Das war mal Flake, ist gerupft. Hat aber viele große Stücke noch drin. Auf jeden Fall was für einen breiteren Kopf. Da freuen sich meine 315er. Die sind ja förmlich dafür gemacht. Ja, große Blattelemente. Es hat einen ganz eigenen Geruch. Also, es ist schon ein bisschen Wiese, ja, aber es ist ein bisschen was. Es klingt bescheuert. Das kann, glaube ich, wirklich nur ein Tabakraucher bzw. ein Pfeifenraucher nachvollziehen. Es ist was Sumpfiges dabei. Als hätte man da noch, keine Ahnung, so Kamille mit irgendwie weggemäht. Und das ist schon lange am, klingt jetzt negativ, aber ich sag mal lange am Vergammeln und riecht jetzt so ein bisschen noch nach. Also wenn man Heuballen, wenn da nochmal drauf geregnet hat und dann später, aber nicht so extrem, aber so ein bisschen was Teiges hat es, aber nur entfernt. Wahrscheinlich ist das jetzt nur für meine subjektive Meinung der Tee, für andere wahrscheinlich nicht, aber boah, Alter, ey, zieht euch das mal rein, ja, das ist keine Tabakprobe, da kann ich also mindestens 10 Pfeifen von füllen, zumindest von dem, was ich rauche, also die 315er. Mindestens. Das hält mich ja hier der ganze Tabak und ich rauche ja vielleicht momentan nur eine Pfeife am Tag, ich habe jetzt 3 Wochen etwa nicht rauchen können, wie gesagt, auch durch Krankheit. Das hält ja ewig, Mensch, damit komme ich ja über den Winter. Ja, und da war ich auch noch sehr, sehr neugierig drauf. Der Wolfgang hatte ja 2 Tabake vorgestellt von Dunhill. Und auf den Your Old Sign. Ich glaube, jetzt Your Old Sign. Wenn ich es richtig ausspreche, ist ja auch wurscht egal. Da war ich sehr, sehr gespannt drauf. Und der liebe Piep, ich führe mal hier den Namen imaginär ein, hat mir davon auch eine wirklich großzügige Probe zugeschickt. Ey, zieht euch das mal rein. Das ist ja also ein Drittel der Dose. Ja, okay, nicht ganz, aber es ist Wahnsinn, das ist echt verrückt. Ja, auf jeden Fall hat er mir das dann hier auch geschickt und ich muss wenigstens mal schnüffeln. Wenigstens mal schnüffeln. Ich bedauere es schon, dass ich mir den Kentucky Bird reingeknallt habe und beziehungsweise gerade rauche und nicht gleich einen von denen hier. Gut, das wäre dann mir dann reingeschmeckt, aber
Ich vermute mal, ich verzichte bei den Tabakken auf den Reingeschmack, sondern gebe da, es ist ja fast so, als würde ich hier eine Dose gekauft haben und kann dann ein Gesamtvideo machen, halt dann ohne Dosenbild, aber auch sehr häufig. Riecht mild. Riecht nicht so, als wäre. Ist bescheuert, riecht jetzt nicht so, als wäre das stark was an Nikotin drin, aber riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Ich auch einen Tabak für unterwegs, aber den brauche ich, also wie alle anderen, natürlich erstmal in Ruhe zu Hause, bevor ich mir den draußen reinpfeife, weil das natürlich nochmal ein völlig anderes Bild gibt. Das Päckchen ist leer. Aber Hammer. Es ist wirklich so ein bisschen wie Geburtstagsgeschenk schon mal, sage ich mal. Wie gesagt, ich habe ja nächste Woche dann 40 rutscht näher. Yippie. Dankeschön. Ja, damit es noch ein Sunday Smoke bleibt, in irgendeiner Form, schließlich haben wir Pfeife rauchen begonnen. Sind wir bei 26 Minuten. Zunächst sind wir es nochmal an. Auch lecker. Ja, soll es eigentlich schon vor allen Dingen gewesen sein. Wie gesagt, ich denke, 27 Minuten kriege ich noch voll. Danke dir, Tobi, nochmal für die vielen Pfeifen. Wie gesagt, spätestens morgen gehen sie auf jeden Fall an Stefan weiter, weil der ist so richtiger Freak, was Aufbearbeiten angeht und so. Das ist genau sein Ding und ich denke, der wird sich sehr über die Pfeifen freuen. Eine davon geht vielleicht noch an. Ah, ich muss mal gucken, ob was für Knut dabei ist, weil. Naja, ich werde es dann sehen. Wir werden dann nochmal ein bisschen schnacken. Und auf jeden Fall, ich würde gerne deinen Namen sagen, aber. Lieber Kieler YouTuber, der so lieb war, mir die Tabake zuzuschicken. Ganz liebes Dankeschön. Wie gesagt, nächste Woche geht was für dich raus. Ich hoffe, da ist was für dich dabei. Ich werde ein bisschen weiteres Potpourri, glaube ich, einbringen, außer Virginia Perique. Warum auch nicht? Ich meine, probieren kann man es ja. Vielleicht ist was dabei dann für dich. Und ja, lieber Ralf, fühl dich nicht auf den Schlips getreten. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ist ja nichts Negatives. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes restliches Wochenende. Furchtbar. Egal. Und ja, kommt dann gut in die nächste Woche rein. Ich werde es auf jeden Fall noch einen Arbeitstag dann am Montag und. Dann geht's dann auch nochmal Freunde besuchen. Alles klar. Ich will es nicht in die Länge ziehen. Ich wünsche euch was. Macht's gut.